Am 15. Mai sind Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen. Jetzt im Wahlkampf dreht sich alles um die aktuelle Situation in der Ukraine. Frei und geheim wählen zu können, die besten Lösungen der Zukunft ringen zu können in einem fairen, sachlichen Wettstreit, ist ein riesiges Privileg. Ich will die Möglichkeiten nutzen, die darin liegen, zusammen mit den Menschen, mit der Kultur, mit der Wissenschaft, mit der Wirtschaft, dem Handwerk, die Zukunft besser zu gestalten. Wir brauchen in Düsseldorf die Verkehrswende. Weg von der Fixiertheit aufs Auto hin zu den Menschen. Sicher, bezahlbar und umweltfreundlich von A nach B zu kommen. Das ist unser Ziel. Man sollte dort wohnen können, wo man leben möchte. Und deswegen will ich, dass das Land Nordrhein-Westfalen mehr investiert in bezahlbaren Wohnraum und geeignete Instrumente zur Begrenzung der Mietpreise findet. Hier in Düsseldorf mischt sich das Leben. Viele Nationen, viele Herkünfte, viele Religionen leben friedlich miteinander. Hier findet so viel Kultur statt. Das zeichnet uns in Düsseldorf aus. Wir sind rheinisch, wir sind froh, wir sind tolerant. Und wenn es darauf ankommt, dann halten wir zusammen und dann packen wir an. Unsere Stadt soll grüner werden. Ich will, dass wir vorbereitet sind auf die Folgen der Klimakrise. Und dafür braucht es Geld, Investitionen. Und die sind möglich und müssen getätigt werden. Düsseldorf braucht Unterstützung, um die Stadt klimaresilient zu machen. Mehr Grün in die Stadt, mehr Bäume, aber auch unsere Infrastruktur, unsere Kanalisation in die Zukunft zu planen. Also vorzubereiten auf Hochwasser und andere Extremwetterereignisse. Mein Name ist Mona Neubauer. Ich kandidiere für den Düsseldorfer Norden. Denn ich finde, Reden ist Silber, Handeln ist Grün.